Eine Premiere auf der Spree. Erstmals hat die Deutsche Olympische Gesellschaft Berliner Olympioniken zu einer Bootsfahrt durch das Herz der Hauptstadt eingeladen. Ein schöner Sommerabend, der einem großen Familientreffen gleichkam. Die Gäste feierten dabei ein Wiedersehen und konnten sich in lockerer Atmosphäre über gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen austauschen. Ich finde die Idee super. Als die Einladung kam, habe ich sofort zugesagt, weil ich es einfach schön finde, ehemalige Sportler zu treffen. Auf dem Boot jetzt auch noch bei der Kulisse durch Berlin zu fahren. Ja, ich habe mich total gefreut, als die Einladung kam vom Olympischen Sport Berlin. Und habe auch dann kurz überlegt, ob es zeitlich passt und habe auch sofort zugesagt. Man tauscht sich aus und man trifft natürlich auch ehemalige Sportler, die man lange nicht gesehen hat. Also das ist einfach eine große Familie und ich finde, das sollte ruhig jedes Jahr sein. Eine Frage, die man heute öfter hörte, warum eigentlich erst jetzt? Die vom Olympiastützpunkt Berlin unterstützte Bootsfahrt kam bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hervorragend an und soll nun eine Tradition werden. Es ist ein toller Abend geworden. Das Wetter stimmt, aber die Laune stimmt auch. Und wir haben hier Dutzende ehemalige Olympiateilnehmer, Paralympiateilnehmer an Bord, die alle brennen dafür, ihre Erfahrungen auch zu berichten. Und eines steht fest, noch nie waren so viele Berliner Olympiamedaillen zusammen auf der Spree unterwegs. Insgesamt waren fast 50 Medaillen und 13 Olympiasieger mit an Bord. Dass sich solche Erfolge auch auf das gesamte Leben auswirken, ist klar. Ich sag mal, der Sport hat sich schon sehr viel auf mein Leben natürlich ausgewirkt. Es ist, Sport gehört zu meinem Leben nach wie vor und Olympia war für mich immer etwas Besonderes, schon als Kind. Ich glaube, hier und da muss man ehrlich sagen und darf man auch sagen, öffnet das schon immer mal noch ein paar Türen mehr vielleicht oder die eine oder andere, wo man es nicht erwartet hätte. Ja, ich bin... Eigentlich denke ich, was Olympia anbetrifft, doch jemand, der da viel erlebt hat, sehr viel erlebt hat mit 6 Olympischen Spielen. Ja, bin bescheiden vor allen Dingen geblieben ist. Ja. Viele Erfahrungen und viele Geschichten. Bei dem gemeinsamen Essen an Bord gab es also reichlich Gesprächsstoff. Olympia ist das Größte, findet alle 4 Jahre statt und sollte die Jugend begeistern, Fairness, Kameradschaftlichkeit in die Welt zu tragen. Es ist natürlich toll in den unterschiedlichsten Sportarten und Berlin ist ganz breit aufgestellt, vom Sommer bis in den Wintersport hinein haben wir herausragende Olympioniken, die damit natürlich auch in die Szene hineinwirken. Auch wenn die Olympiateilnahme bei vielen Gästen schon einige Jahre zurückliegt, die olympischen Werte werden jedoch weiterhin gelebt und geteilt. Tatsächlich ist das Miteinander über Nationengrenzen hinweg, ist eigentlich egal, welche Hautfarbe du hast, egal welche Religion du hast, egal auf welches Geschlecht du stehst, da zählt der Sport und da zählt das, was du nachher auf die Bahn bringst. Das sind, glaube ich, auch Dinge, die sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft und Gesellschaftsentwicklung und dass diese auch verfolgt werden. Und ich glaube auch, was wichtig ist, aus Niederlagen zu lernen, sich selbst zu motivieren und das, glaube ich, kann man auch in die heutige Zeit rüberbringen. Eine tolle Bootsfahrt und eine gelungene Premiere. Und da der Andrang in diesem Jahr so groß war, kann man sich sicher sein, dass das Olympiaboot auch im nächsten Jahr wieder mit zahlreichen Olympioniken an Bord in die Spree stechen wird.